Minecraft! Hallo und willkommen zurück. Seleno hat hier die Hölle losbrechen lassen. 20 Millionen Zombies und Endermen und alles kämpft hier. Herzlich willkommen bei Minecraft auf Kellerkind.org. Mitten in der Action! Action, genau. Also, ihr hört ja hier nicht auf. Alter. Aua. Glaub an euch. Alter, Millionen! Das klingt interessant, muss ich sagen. Ich wünschte, ich wäre da und nicht hier in Sicherheit. Hello, hello, hello. Ich wünschte auch, du wärst hier. Ich hab den Enderman getötet. Alter, Vater, ja. Erst die Fernkämpfer ausschalten. So, och, wir haben es geschafft. Sehr schön. Jetzt kommt gleich die nächste Welle. Leitest dich auch für Halloween? Sehr bitte gut was? Leitest dich auch für Halloween ein, du siehst sehr gut aus. Was ist denn das da hinten für ein Baum? Darf ich den fällen, Jeef? Ja, denke schon. Wir brauchen ja immer Holz. Aber ja, heute ist Speedy nicht da, da bringen solche Sprüche nicht viel. Ja, der verdeckt aber voll die Sicht auf meine Burg. Genau, also Speedy ist immer noch krank. Wir hoffen, dass wir ihn nächste Woche wieder mit dabei haben. Drückt uns die Daumen. Und vor allem ihm. Wenn er stirbt oder ähnliches wie. Die sterben. Spinnen sind keine Weltstadt. Nee, und es macht sie auch nichts aus. So, Seleno? Ja? Magst du rundherum hier mit Erde schon mal auffüllen? Erde auffüllen, ja, kann ich machen. Ich brauche nur Erde. Das wäre super, weil ich glaube, nach unten hin sollte das fast soweit passen, aber hier an den Rändern haben wir noch ein bisschen was zum Zumachen. Ja, auch mit den ganzen Wasserläufen müssen wir aufpassen. Hole Erde. Erde. Chief, wie sieht deine Bauerei aus? Ich bin hier unten am Abbauen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen großen Erfolg erziele, aber jedes Steinchen hilft. Wonderful. Führt natürlich nur dazu, dass ihr noch tiefer fallt, wenn ihr euch nach unten buddelt. Ja, so muss das sein. Das ist ein Risiko, das ich bereit bin einzugehen. Dieser Wasserlauf stört ein bisschen, aber ich glaube, er ist ganz praktisch. Herrgott, es ist Tag. Böser Zombie. Verhaftigen. So ungefähr. Spitzhacke aus Stein oder Holz ist auch so ein Konzept, das nur in diesem Spiel funktioniert. Oder aus Gold, was das betrifft. Oder aus Diamanten. Alles aus Eisen. Naja, eine Holzaxt finde ich interessant. Auf jeden Fall. Ich glaube persönlich nicht, dass das sonderlich funktioniert. Irgendwann schießt auf mich. Ach, guck, ein Skelett. In diesem Spiel kann man sich ja nie ganz sicher sein. Du kannst nie im Spiel des Lebens sicher sein. Oh, wir müssen wirklich mal diesen Wasserlauf hier unter Kontrolle bringen. Kann den vielleicht mal einer unterbrechen und dann wieder losfließen lassen? Weil der hat sich jetzt hier unten schon wieder so wild verzweigt. Das ist ein bisschen nervig. Ja, Moment, ich mache hier erstmal den einen zu. Ja, keine Eile. Nur so generell. Ach stimmt, das sind mehrere. Ich dachte, das sei nur einer, der sich auf dem Weg nach unten tausendfach verzweigt. Nee, ich habe aus Versehen eben einen zweiten Weg aufgemacht. Könntest du ihn vielleicht auch erstmal ganz zumachen? Den einen habe ich zugemacht.
Ja, ich sag ja, das macht irgendwie keinen großen Unterschied hier. Ja, gut, stelle ich den anderen auch ab. Ich habe keinen Eimer dabei. Ich hab gleich einen Eimer. Mach doch einfach einen Stein drauf. Ja, aber dann verlieren wir doch das Wasser. Dass es in unbegrenzter Menge gibt. Oh nein. Ja, ich habe das Wasser aus meinem unbegrenzten Pümpelvorrat. Du hast gerade von einem Pümpelvorrat gesprochen, habe ich recht? Pümpel. Ich liebe Pümpel. Warum gibt es keine Pümpel in diesem Spiel? Das ist so verschwendetes Potenzial. So sage er mir, MK, wo kann ich dich... Schon zu spät. Oh, ich sehe dich. Willst du den Eimer haben? Nee, schon zu spät. Ich habe einen Stein draufgestellt, aber danke dir. Echt? Das fließt hier unten aber immer noch. Ah nee, es lässt schon nach. Sehr gut. Ich fülle den Boden schon mal auf. Boah, das braucht ja ewig, bis das aufgehört hat zu fließen, sag mal. Soll das Wasser nicht hetzen? Mach schneller Wasser! Also du füllst dir auf und ich bin hier gerade am Weghauen. Ja, aber ich fülle nur bis zum Bodenniveau auf, weil ich meine, tiefer als bis hier werden wir nicht kommen. Da ist der Bruchstein im Weg, also die Erdkruste. Ich würde so mal ganz stark behaupten, dass wenn wir hier ankommen, dass das die falsche Richtung war. Wie die falsche Richtung? Ja, wenn du hier nach unten ankommst, bist du tot, was der Sinn dieses Spiels ist. Ja, aber es kann ja trotzdem gerade sein. Außerdem willst du, während wir hier arbeiten, ständig zwischen diesen ganzen Spalten rumspringen? Nee, nicht wirklich. Hier ist der Rahmen. Was möchtest du denn jetzt zum Bodenlevel machen? Das hier oder da, wo du gerade stehst? Ich würde ja sagen, die oberste Erdkrustenschicht. Weil die Steine kann man ja nicht weghauen. Gut, dann kann ich noch eine tiefer. Mein Inventar ist voll. Ich habe hier eine Kiste. Jede Menge Kohle. Das ist das einzig Schade am Sprengen. Es gehen eine Menge Ressourcen verloren. Ich würde sagen, es gibt Schlimmeres. Das stimmt. Zum Beispiel Wiesel im Inneren der Augäpfel. Was? Das wäre ganz schön schlimm. Wenn du Wiesel in den Augen hättest. War da ein kleines Wiesel, oder? Oder ein normal großes? Das wäre beides schlimm, ehrlich gesagt. Ich mag gar nicht darüber nachdenken. Oh, Diamant! Ach, war das deiner? Was? Nee, MK. Ich glaube, der ist beschäftigt. Bitte da nicht weiter buddeln. Da waren aber Bodenschätze. Ja, die kannst du nehmen. So, und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann habe ich den Rahmen hier unten.
Aber was, wenn du dich doch verzählt hast? Ne, Punkt, genau, sehr schön. Wir hätten eine Enderkiste hier unten hinstellen sollen. Ich hatte eine. Hatte? Ja, ich hatte eine. Und eine die hat sich aber leider irgendwie in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Das ist hart. Und alles, was da drin war. Naja, ich habe ja noch eine. Das sieht doch allmählich ansatzweise ordentlich aus hier unten. MK, du siehst so bedrückt aus. Ja, mir fehlt noch eine. Seleno, der läuft hier unten mit gesenktem Kopf rum. Ganze Zeit an seine arme Kiste. Wahrscheinlich. Naja, mein Bogen und meine Hose. Glaub an dich. Noch nicht auf. Ja, sing ich dann noch einen Hosenschneider auf. Ja, singe ich den Digimon Soundtrack. Lebt ein Traum, mein Freund. Das ist aber kein Zufall, ne? Weil in Digimon kommen auch Hosen drin vor. Ist euch das mal aufgefallen? Komm und schnapp sie, komm und schnapp sie dir. Komm und schnapp sie dir. Digimon! Das ist aber irgendwie nicht ganz richtig, Chief. Pokémon. Ah, mein Gott, Potato, Potato. Der Digimon-Song ist ein Rap, oder? Der aus dem amerikanischen. Fertigerweise kenne ich mich da ein bisschen aus. Erleuchte uns! Oh, Professor Seleno. Ich kann dazu nicht viel sagen, jetzt wer das singt und sowas alles, weil mich der Rap nie interessiert hat, weil es halt Ami-Scheiße. Der Digimon-Film, der hier in Deutschland lief, ist eigentlich ein Zusammenschnitt gewesen von den ersten dreien, die in Japan liefen. Echt? Ja, das habe ich gehört, der ist total durcheinander. Ja, da wurde viel gekürzt und weggeschnitten, dadurch ist halt die Handlung ziemlich. Ja. Dann halt die ganzen amerikanischen Songs. Da wurde halt der komplette japanische Soundtrack, der auch in der Serie benutzt wurde. Ja. Der wäre halt für uns Europäer viel zu seltsam gewesen. Ja, aber wir haben den Soundtrack halt doch als Kinder gehört. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das Ganze ja von Naruto, weil ich gucke das ja so gerne. Und die japanische Musik ist ja auch komplett anders wie das deutsche und die ist wesentlich besser. Oh mein Gott, die ist so viel besser als das, was wir hier im Deutschen haben. Also es würde mich nicht wundern, wenn das bei Digimon bei der Musik genauso wäre. Immer dieser ganze Vorkriegs-Anime. Bei Digimon ist es eigentlich relativ gleich geblieben. Da wurden immer die japanische Vorlage bei den Synchronisierungen genommen. Nur jetzt bei der 6. Staffel, da haben sie aus rechtlichen Gründen mussten sie da die amerikanische Fassung nehmen, wo komplett anderer Soundtrack, verdammt scheiß Synchronsprecher waren und oh Gott, ich will gar nicht daran denken. Allein sich das anzugucken war eine reine Qual. Das Lustige ist, kommt auf DVD raus,
War auch als Blu-ray geplant, ist aber gecancelt worden. Die DVD, als sie angekündigt wurde, war bei Amazon für 55 Euro drin. Vielleicht hat sich rumgesprochen, dass diese Staffel sehr, sehr schlecht in Deutschland ankam. Eben wegen der ganzen Amerikanisierung. Und mittlerweile kostet die nur noch 30 Euro bei Amazon. Finde ich aber immer noch ganz schön happig. Ja, das sind 15 Folgen pro DVD. Wenn ich überlege, was ich für meine Sammlerbox von Neon Genesis Evangelion bezahlt habe, da wird er ganz anders. Ja, ich habe die Box mit 5 DVDs, wo alle 26 Serienepisoden und die 2 Filme dann nochmal dabei sind. Da habe ich 180 Euro für bezahlt. Gottes Willen. Aber da habe ich nochmal für ein Spiel bezahlt. G, füllst du bitte dann die Wände auch wieder auf? Okay. So, Klus. Weil dann behält man ein bisschen den Überblick, wo die 20x20 sind. Ich wollte sagen, macht sie. Obwohl wir eigentlich echt eher von oben nach unten buddeln sollten, ne? Weil je mehr wir hier unten rausholen, desto tiefer werden wir später fallen. Richtig. Okay. Ich freue mich schon auf die Nuke. Oh mein Gott. Auf die freue ich mich auch, aber ich freue mich schon auf die News, so Kellerkind.org, wie tief kann man fallen? Hochmut kommt vor dem Fall und dem anderen Fall und dem anderen Fall. Dem davor und dem danach. Und dem währenddessen. Oh, oh, ein Jeep für alle Fälle. Ich bin noch nicht irgendwo runtergefallen. Bin nur explodiert. Ja, ich bin in die letzte Folge genug gefallen. Erzähl uns davon! Du hattest dieses Gefühl, hattest du einen Adrenalinstoß? Ich hab mich gefühlt wie Crank. Schlabrig? Es war ein Gefühl von Freiheit. Es sollte jeder einmal ausprobieren, in ein Deathpit hinabzustürzen. Crank hat das gesagt? Nein. Der war zu viel damit beschäftigt, auf Asphalt aufzuschlagen. Ach, ich dachte, du meinst den Bösewicht von den Turtles. Nee, das war ja nur diese Hirnmasse. Hätte sein können, dass er irgendwo runtergefallen ist. Hätte bestimmt gut Platsch gemacht. Ich weiß nicht, gibt's im neunten Turtles-Film auch Krang? Ich hab den nicht gesehen. Würde mich weißt du, das ist in dieser animierten Serie, die... Gibt's den da? In der Serie, ja, in dieser neuen animierten Serie, die aktuell auf Nick läuft, aber den Film habe ich nicht gesehen, weil ich den abscheulich finde. Ja, also wirklich, mir zu ich real hab, aus. Ich habe das... Ich finde ja, die alten Filme finde ich ja echt sympathisch mit diesen Gummimasken und so. Ich stehe ja auf sowas. Aber das Neue, das sieht einfach... Nee, ich weiß nicht, damit werde ich nicht warm. Ja, was wollt ihr? Es ist von Michael Bay. Es ist nicht so, dass man da Qualität erwartet. Naja, komm, Megan Fox als April O'Neil, ja, Qualitätsjournalismus. Austauschbare Hollywood-Schönheit Nummer 26, Megan Fox. Ey, es spricht ihr aus der Bluse, der Qualitätsjournalismus. Sind nicht mal gelb gekleidet. Doch, ich glaube, die hatte gelb. Doch, ich habe die in gelben Klamotten im Trailer gesehen. Ich verstehe halt bei diesen Sachen nicht, warum man grundsätzlich immer dieses ganze Zeug von früher neu aufwärmen muss. Die Turtles-Serie, die gezeichnete, war toll. Die ersten Filme waren toll. Kann man es nicht dabei bewenden lassen? Kann man sich nicht was Neues ausdenken? Zumal ja Bay sowieso erstmal Aliens aus den Turtles machen wollte. Da fragt man sich, warum dreht er nicht einfach einen Film mit Aliens und nennt ihn Mörtels? Na gut, viel schlimmer als Prometheus hätte er auch nicht werden können. Obwohl ich Prometheus ja wirklich, nachdem ich ihn jetzt in der Extended-Version gesehen habe, finde ich ihn ja gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Finde ich ihn ja gar nicht mehr so schlimm. Keine Ahnung, ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Interessiert mich ja schlicht gar nicht. Weißt du, das wollte ich doch gar nicht. Du wolltest das die Achievements nicht? Das denke ich mir auch immer. Nein, ich wollte keine Spitzhacken bauen, ich wollte Schaufeln bauen. Geil.
Das passiert mir aber auch immer. Kommt immer irgendwie was ganz anderes raus, als das, was ich machen will. Auch nur in diesem Spiel. Schöne Schaufel. Ja, verdammt! Ich wollte eine Spitzhacke bauen. Die sind sich so ähnlich. Hier muss man echt aufpassen. Otto ist Mist. Habe ich mich jetzt fast umgebracht hier. Das ist wie, wie heißt das alte Spiel? Super Mario World. World. Nee, wo das von oben nach rutscht, wenn man unten von unten baut. Tetris? Nein, bei Tetris Turm fallen Blöcke. Zu Babylon? Nee, wo du auch so buddelst. Tic-Tac? Tic-Tac on the clock. Es gibt ein Spiel, das Tic-Tac heißt, ja. Nee, das ist es aber nicht. Oh Mann, wie heißt denn das? Snake. Nein. Das ist 2D. Da gräbst du rum und alles, was da drüber ist, rutscht dann nach, wenn du zur Seite gehst. Und wenn du nach unten gehst, erschlägt es sich. Oh, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das kommt mir tatsächlich auch gerade bekannt vor. Ich weiß leider nur nicht, wie das... Ich weiß nicht, nee, Dick-Duck war das nicht. Das ist aber irgendwas Uraltes, oder? Für ein PC. Ja. Falls ihr wisst, was ich meine, schreibt's mir in die Kommentare. Mir fällt es wirklich nicht mehr ein. Verdammt. Aber wofür hat man denn eine gut laufende Community? Ich sag immer noch, dass es Tetris ist. Ja, du mich auch. Oh, jetzt kann ich... Boulder Dash. Na, ah, toll. Ja, genau. Jetzt wollten alle schon antworten und jetzt können sie nicht mehr. Großartig. Genau. Schreibt alle Boulder Dash in die Kommentare, damit wir sehen, wer bis hierhin gekommen ist in der Folge. Und falls ihr es auch so schon wusstet, schreibt Boulder Dash und schreibt dazu, aber ich wusste es auch so. Oder ich hab's eher gewusst. Ja, genau. Genau, MK ist voll der Napp, der kennt noch nicht mal den Namen vom Boulder Dash hier. Ja, wir verlieren unseren ganzen Nerdcred. Ja, Gott, wir haben's eh nicht drauf. Nee, doch schnell, wir müssen irgendwas über Silmarillion sagen, dann sind wir wieder drin. Da sind so Bäume und da kommt so eine Spinne und dann isst die. Frodo Beutlin. Baum mit Erde zu. Ist ein Hobbit. Beweise das. Weißt du, was ich toll finde? Was denn? Ich habe ein Plakat von Hobbit 3 gesehen. Von einem Film, der Hobbit heißt. Und auf dem Plakat kam kein Hobbit vor. Ich finde ja auch diese Fake-Dinger, die sie in den östlichen Ländern immer machen, mit den, wo vorne Spider-Man-Logo ist und dann groß Superman drüber steht und dann solche Dinger. Hä? Ja, diese ganz schlechten, gefakten DVD-Cover. Es ist so geil. Wer macht sowas und warum? Ja. Malaysia, um Geld zu verdienen. Malaysia, keine Ahnung. Ja, halt in Thailand. In den ganzen Billiglohnländern, nenne ich es jetzt mal. Ach, das bringt nichts. Apropos Billiglohn, ich bringe jetzt mal ein bisschen von dem geförderten Zeug nach oben, dass wir hier unten Platz haben. Mach das. Inventar ist auch ziemlich voll bei mir. Also so komplett. Also hier hinten ist eine Truhe, da kannst du was reintun. Da rein! So, sieht doch schon ganz nett aus. Also waren doch schon richtig fleißig hier. Mit Unterstützung der Wasserstoffbombe. Das ist schon wieder Wasser. Oh, da... weil man von Teufel spricht. Ja, MK, du bist okay. Gleich wieder feucht. Nö, ich bin doch unter dir. Oh... Ich werde verfolgt. Aua, lass das. Oh, sehr schön. Hast du ja fleißig geschafft, Seleno.
Ja, ich tue, was ich kann. Gute Inhalt, das, was ein Wolf am besten kann. I like. Brücken bauen? Wir müssen Brücken bauen. Wir müssen Mauern bauen und Brücken zerstören. Naja, niemand hat die Absicht, eine Brücke zu bauen. Aber prima, gefällt mir. So, dann bin ich mal gespannt, wie wir da in Zukunft weiterkommen. Ich hoffe, beim nächsten Mal ist der Speedy dann auch wieder mit dabei. Drückt uns allen die Daumen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, schönes Wochenende euch und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.